Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Nachrichtenvideo. Heute möchte ich mit euch noch einmal über die Lieferengpässe sprechen. Wir haben durch die neue Corona-Situation, durch die Omikron-Variante, ganz viele Ausfälle im Berufsleben, sodass es jetzt viele Lieferengpässe gibt. Vor allen Dingen, weil die LKW-Fahrer, wir haben da ungefähr 80.000 unterbesetzte Stellen. Jedes Jahr tun ungefähr 30.000 Leute ausfallen oder in Rente gehen und nur 13.000 bis 17.000 neue Fahrer gibt es. Also da sind wir eh schon unterbesetzt und dann kommen auch jetzt noch Ausfälle durch die Quarantänevorschriften und sowas hinzu, sodass dort mit erheblichen Lieferengpässen zu rechnen ist. Was dazu führt, dass nur ungefähr 90% der Lebensmittel in die Läden kommen, was ein Zustand ist, den es vorher eigentlich so noch nie gegeben hat. Auch bei anderen Produkten fehlt es teilweise an Einzelteilen, um die zu bauen. Das sind hauptsächlich Produkte, die aus China kommen, weil durch die Corona-Verordnung in Asien, in den einzelnen Ländern dort, mussten viele Firmen schließen, weil Mitarbeiter halt eben auch in Quarantäne sind oder durch sonstigen Sachen. Ein weiterer Grund sind noch die fehlenden Container für die ganzen Containerschiffe, weil die Mietpreise für diese Container haben sich mittlerweile vervielfacht, sodass es zu wenig gibt, sagen wir es mal so, weil die Leute oder die Spediteure, die sich einfach nicht mehr leisten können. Es rentiert sich dann halt nicht mehr, die Waren zu liefern. Aber nicht nur in Deutschland gibt es Lieferengpässe. Nein, das Ganze ist mittlerweile auch schon weltweit. Als Beispiel habe ich jetzt nochmal Amerika, die USA angebracht. Dort macht man auch für die Lieferengpässe die neue Omikron-Variante verantwortlich und auch einige Unwetter tragen dazu bei, dass es zu Lieferschwierigkeiten und Verzögerungen kommt, sodass viele Regale dort noch bei weitem leerer sind, als sie das bei uns schon sind. Aber diese Personalmangel durch diese Corona-Verordnungen und Vorschriften, hauptsächlich die Quarantäne, macht sich nicht nur bei den Lebensmitteln und sonstigen Läden bemerkbar, nein, auch bei wichtigen Infrastrukturen wie Energie- und Wasseranbietern bemerkt man das durchaus. Und dort wird halt ebenfalls auch schon vor Ausfällen gewarnt, weil es Personalengpässe gibt und noch mehr befürchtet werden. Aber es gibt auch noch eine gute Nachricht, also gut in Anführungszeichen, weil die USA hat sich heldenhaft angeboten, sollte es zu Gas- und sonstigen Ausfällen kommen, dieses doch bereitzustellen, wenn wir keins mehr aus Russland bekommen können. Da würden sie halt ihr Fracking-Gas halt mit Schiffen und Containern für einen komplett überteuerten Preis, nehme ich mal an, nach Europa bringen. Wir werden es ja schon bezahlen. Und dazu muss man aber auch sagen, dass Nord Stream 2 ist ja eigentlich schon letztes Jahr fertig gebaut worden. Also das ist die Pipeline, die Gas direkt von Russland nach Deutschland bringen würde über die Ostsee. Und die USA gibt jetzt aber offen zu, dass sie aktiv gegensteuert, dass diese Pipeline zertifiziert werden kann und dadurch in Gebrauch kommt. Und warum macht die USA das? Warum ist sie dagegen, dass diese Leitung zertifiziert wird? Nun, es geht darum um den Ukraine-Konflikt und sie möchte das als Druckmittel gegenüber Russland benutzen und droht damit, leider auf Kosten von den europäischen Bürgern, die natürlich auf dieses Gas angewiesen sind, weil ungefähr ein Drittel des Gases, das wir hier in Europa verbrauchen, kommt halt aus Russland.
Und Nuland, die ja auch in dem Artikel erwähnt wird, diese Staatssekretärin, sie ist ja auch bekannt dafür, für ihren Ausspruch in einem in einem Telefongespräch mit einem Botschafter, wo sie dann sagte, als es damals um den Maidan ging, fuck the EU, also die Europäische Union kann mich mal und die interessiert mich nicht und die gehen mir am Popo vorbei. Und ein weiterer netter Nebeneffekt natürlich für die USA, nicht nur, dass sie Russland ans Bein pissen kann, nein, dadurch, dass sie halt dann ihr überteuertes Gas anbieten kann, nun verdienen die sich halt auch noch ein goldenes Näschen dabei. Und wer ist dann der Leidtragende? Der europäische Bürger, der Durchschnittsbürger, der das halt bezahlen muss. In diesem Sinne, lasst euch die Laune nicht verderben, macht's gut und ciao mit Ö.